Liebes Publikum zu Hause, ich begrüße euch zum nächsten Vortrag am Winterkongress 2022 der Digitalen Gesellschaft im Clubraum und freue mich, Simon Schlauri und Freddy Künzler ankündigen zu dürfen. Simon Schlauri ist Rechtsanwalt in Zürich. Er ist spezialisiert im Bereich Informations- und Kommunikationsrecht und er ist Titularprofessor an der Universität Zürich. Freddy Künzler ist Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied der INIT7. INIT7 ist ein Schweizer Internetanbieter für Breitbandinternet und Internet-TV mit Sitz in Winterthur. Die beiden sprechen zum Verfahren von INIT7 gegen Swisscom zum Glasfaserausbau. Zwei organisatorische Bemerkungen vorab. In eurer Ansicht unten findet ihr zwei Buttons. Der eine Button dient dazu, eure Fragen zu dokumentieren, die wir am Schluss des Vortrags besprechen. Der andere Button dient dazu, ist der Link zum BBB-Raum, den ihr im Anschluss an, an die Fragerunde nach einer kurzen Pause, wo ihr euch dann direkt mit den Referenten noch unterhalten könnt. Besten Dank an Simon Schlauri und Freddy Künzler für diesen Vortrag. Ich übergebe euch das Wort. Herzlichen Dank, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher vom Winterkongress der Digitalen Gesellschaft. Ich freue mich, hier zu sein. Zwei Worte über INIT7, dass wir uns positionieren können. Mein Name ist Freddy Künzler. Ich habe vor 22 Jahren die INIT7 gegründet. Wir sind inzwischen 50 Personen, die da arbeiten, und wir sind immer noch im sogenannten FFF-Modus, Family, Friends and Fools. Wir haben einen Internet-Backbone, den wir betreiben. Und zeigt doch hinten die falsche Stimme, sorry. Zeigt die falsche Slides. Mhm. Entschuldigung. Moment mal schnell. Sekunde. Warte, ich muss den die muss ich haben, da. Das sind die falschen. Du musst die, oder? Ja. So, jetzt. Sorry. Nein, das sind die falschen. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche das da. Komm mal. Du hast gesagt, hinten zeigt er die voll. Die brauche ich. Ja, jetzt ist gut. So, also Entschuldigung. Unsere Infrastruktur, wir betreiben einen eigenen globalen Internet-Backbone zwischen Los Angeles und Warschau. Wir haben auch ungefähr 130 Access-Pops in der Schweiz, wo wir Glasfaserdienste anbieten, also FTTH-Services. Und selbstverständlich, wie alle Provider in der Schweiz, haben wir auch einen sogenannten BBCS, Broadband Connectivity Service, Wholesale-Vertrag mit der Swisscom. Das ist das einzige Marketing-Slide, das ich euch zeigen werde. Eins ist jeweils erlaubt, wir haben ein paar Mal gewonnen und wir sind ein bisschen stolz drauf. Allerdings überbewerten darf man das ja auch nicht. So, Glossar, dieses Slide habe ich nur aus einem Grund drin. Es geht um das OSI-Modell, also wie abstrahiert man ein Netzwerk. Das sind die sieben OSI-Layer. Wenn man das verstanden hat, dann hat man schon sehr viel verstanden. Das ist mehr als Referenz. Ich würde allen empfehlen, die das noch nie gehört haben, mal anzusehen. Zur Glasfaser Schweiz oder zum Status der Glasfaser Schweiz. Ende 2019 waren ungefähr 32% der Bevölkerung mit FTTH abgedeckt. Das sind ungefähr 1,5 Millionen sogenannte Nutzungseinheiten, die es hauptsächlich in den Städten, meistens in Kooperation mit Energieversorgern, zum Beispiel EWZ in Zürich oder Stadt der Winterthur. Neubauten werden normalerweise nur mit Glasfaser erschlossen, das ist auch richtig so. Und was in diesem Zusammenhang oder in diesem Kontext sehr wichtig ist, der Infrastrukturwettbewerb, von dem man im Bundesbern jeweils spricht, der ist tot, der gibt es nicht mehr. Der hat es mal gegeben, und zwar in der Zeit, als es noch ein Kupferkabel gab, wo man darüber telefonierte, und ein Koaxialkabel, wo man darüber Fernsehen schaute, das hat es damals gegeben. Heute gibt es das nicht mehr. Was Infrastrukturwettbewerb, wie es eben in Bundesbern teilweise immer noch gewünscht wird, bedeuten würde, das würde dann so aussehen, dass man von jedem Provider eine separate Glasfaserdose
in der Wohnung hätte. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Darum macht man das nicht mehr. Es gibt ja deshalb auch dieses Vierfasermodell. Alle bauen nach dem Vierfasermodell Glasfaser. Das heißt, jede Wohnung, jede Nutzungseinheit hat ein Glasfaserkabel mit vier Anschlüssen. Das bedeutet, dass man auch von theoretisch vier Services gleichzeitig bestellen könnte. Warum macht man das so? Es gab einen runden Tisch, der wurde in den Jahren 8 bis 12 vom BaKom initiiert. Und da waren die verschiedenen Stakeholder dabei, also Swisscom, EWZ und so weiter. Man hat sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt und das kommt heute allen zugute. Zwischen ungefähr 15 und 19 hat die Swisscom dann den FTTH-Ausbau gestoppt. Man baute nur noch fertig und vor allem in den Agglomerationen und ländlichen Gebieten wurden dann eben nur noch das sogenannte Fiber to the Street, also ein aufgemotztes DSL, ausgebaut mit maximal 500 Megabit Downstream und sehr viel weniger Upstream. Dieses gepimpte Kupferkabel, das erfordert in den Quartieren die sogenannten M-Cans. Das sind so Kisten, die werden in so Kabelschächten verbaut. Wir sehen hier ein Foto und die machen auch sehr viel Wärme, weil sie sehr viel Strom brauchen. Darum ist der Schnee auch geschmolzen. Swisscom verkaufte dann das Ganze als für jede Region maßgeschneiderte Lösung, aber es bedeutet in Tatenwahrheit natürlich einfach so, dass man der Meinung ist, dass auf dem Land braucht es kein schnelles Internet und darum kriegen die halt eben so Kupferkabel und so und poppeliges Internet. Und wichtig im Kontext ist dieser Feeder, also der Anschluss dieser M-Cans, die in den Kabelschächten verbaut sind, die wurden zu dünn gebaut und zwar vorsätzlich von Swisscom. Das heißt, man braucht ja dieser M-Can, der setzt ja dann das Glasfasersignal um aufs Kupferkabel. Der braucht, wie gesagt, Strom, ist anfällig auf Feuchtigkeit, Hitze und Kälte und so. Also es gibt relativ häufig Ausfälle auch. Man muss sich vorstellen, diese Straßenschächte, die sind dann teilweise überschwemmt. Und wenn man die aufmacht, muss man zuerst mal eine Viertelstunde Wasser pumpen, bis dann unten trocken gelegt ist. Die Glasfaserzuführung zu diesen M-Cans, die wurden zu dünn gebaut. Das heißt, man hat nicht Glasfaserkabel genommen oder verlegt, die für einen späteren Ausbau zu FTTH tauglich wären, sondern diese Zuführungskabel, die sogenannten Feeder, die haben eben zu wenig Fasern. Dann in den Jahren vielleicht 17, 18 ist man dann bei Swisscom auch zur Erkenntnis gelangt, dass diese Kupferausbauten, dass die nicht sehr nachhaltig sind. Und ich sagte im Geheimplan, es wurde dann mal so ein Dokument geleakt, das habe ich hier mal dann mit von Hamm ein bisschen kommentiert, wie Swisscom sich künftig die Glasfaserausbauten eben vorstellt. Weil ja eben teilweise diese falschen Kabel, die zu dünnen Feederkabel schon verlegt wurden und immer noch verlegt werden, wurden dann buchstäblich eben Millionen Franken falsch im Dreck verlocht, weil eben diese Kabel zu nicht wirklich tauglich sind für einen späteren FTTH-Ausbau. Und Swisscom hat dann gesagt, wir bauen jetzt Point-to-Multipoint. Das ist von langer Hand, da wurde das vorbereitet. Der Link da zu diesem Dokument, der ist da eingeblendet, man kann den später noch ansehen. Warum? Swisscom will mit Point-to-Multipoint, für die eben diese dünnen Feederkabel noch ausreichend wären, will sie ein Glasfasermonopol schaffen. Wie sieht denn überhaupt so ein FTTH-Netz aus? Es ist man sieht rechts im Schema, sieht man den POP, das ist die Zentrale, die Telefonzentrale im Ort oder im Quartier. Dann B, das ist der Schacht, den haben wir vorher im Bild gesehen, dort wo der Schnee weggeschmolzen ist, also wenn dort eben aktive Komponenten drin verbaut sind. Und der BIP, das ist der im Keller vom Haus oder von einer Überbauung, hat so einen Kasten und dort führt dann das Glasfaser rein.
Und im Haus drin ist dann der sogenannte Inhouse, die Verkabelung zu Otto. Jeder dieser Abschnitte wird separat gebaut und erst zum Schluss quasi zusammengesetzt. Wenn man jetzt überlegt, Point-to-Multipoint, also der eigentliche Streitpunkt zu Point-to-Point, die beiden Teile zwischen, ich gehe nochmal eins zurück, die beiden Teile zwischen Schacht und BEP und zwischen BEP und Otto, die beiden, die stehen eigentlich gar nicht zur Debatte. Das ist so wie im runden Tisch abgesegnet, Vierphasenmodell und so weiter. Der einzige Streitpunkt betrifft den Feeder, nämlich dass eben nicht mehr pro Kunde eine durchgängige Glasfaser, respektive zwei durchgängige Glasfasern bis zur Zentrale geschaltet werden, sondern dort, wo jetzt der MCAN ist, also im Schacht drin, dort wird ein passiver Splitter eingebaut, der eben eine Zuführung in den Splitter und dann auf 32 Kunden aufteilt. Und das ist der große Streitpunkt, über den geht es in diesem ganzen Verfahren. Nachteil von Point to Multipoint: es steht, wie gesagt, keine durchgängige Faser mehr zur Verfügung, sondern eben nur noch eine Faser für 32 Kunden. Und der Splitter, das sieht man hier im Schema, der teilt dann auf. Diese Point-to-Multipoint-Topologie, diese wurde durch Swisscom durch die Hintertür eingeführt, statt der bisherigen Point-to-Point-Topologie des runden Tischs. Und damit wird Open Access verhindert. Die Netzstrategie 2020 von Swisscom, die wird so genannt von Swisscom selber. Die sieht eben vor, statt dem nicht mehr sehr nachhaltigen Fiber to the Street oder eben gepimptes Kupferkabel zwar FTTH zu bauen, aber nicht mehr nach dem, also nur ab Drop, ab Manhole oder ab Schacht bis zur Wohnung nur noch dort mit dem Vierphasenmodell. Und die Zentrale bis zum Schacht dort sollten eben diese nicht ausreichenden FTTS-Feeder-Kabel weiterverwendet werden. Damit löst man dann das Problem, dass diese fehleranfälligen MCANs dann eben nicht mehr in Betrieb sein müssen. Also man spart sich die Stromversorgung. Der Glasfaserstreit, um den es hier im Verfahren geht, der betrifft also nur das Feeder-Kabel. Und wichtig zu wissen ist, das betrifft nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtkosten vom FTTH-Ausbau. Also wir haben das ausgerechnet, basierend auf den öffentlich verfügbaren Zahlen der Stadt Basel. Das ist der Weisung des Kantonsparlaments der Stadt Basel zu entnehmen. Es sind etwa 56 Franken pro Anschluss, die eingespart werden. Bei einer Lebensdauer von 30 oder mehr Jahren, also ungefähr 2 Franken pro Jahr, die ein Point-to-Point-Ausbau mehr kosten würde. Was passiert, wenn man jetzt Point-to-Multipoint baut? Damit monopolisiert die Swisscom die Layer 1 Glasfaserinfrastruktur. Swisscom sind die einzigen, die dann noch eigene Elektronik bauen können. Damit sie eben nicht sagen, wir sind die Einzigen, haben sie einen Deal mit Salt abgeschlossen. Das heißt, Salt kriegt einen eigenen Splitter, kann ihre eigene Elektronik einsetzen, kann so quasi Pseudo-Wettbewerb machen mit Swisscom, weil es ist ja dann mindestens nominal gleich gut. Und alle anderen Provider, die können eben nur noch dieses vorkonfektionierte und innovationsfeindliche BBCS, also das Wiederverkaufsprodukt, beziehen, aber sind vom eigentlichen Innovationswettbewerb ausgeschlossen. Warum bauen sie das? Klar, technisches Monopol heißt höhere Renditen bei den Shareholder, das ist logisch. Und der vom Gesetzgeber gewünschte, eben obsolete Infrastrukturwettbewerb wird nicht durch den Wettbewerb der Technologie ersetzt, sondern es geht nur noch um reine Wiederverkaufsprodukte. In der Fernmeldegesetzrevision 2018 und 2019 wurde die technologieneutrale Regulation leider gestrichen vom Parlament und das behindert selbstredend auch Innovation und Wettbewerb. Ich sagte mal auch Adieu Service Public. 51% der Aktien gehören zwar noch dem Bund, aber die Swisscom macht sowieso, was sie will und interessiert sich nicht mehr für den Service Public.
Und dieses Vorgehen, das verursacht einen Milliardenschaden für die schweizerische Volkswirtschaft. Es gibt weniger Breitbandwettbewerb, höhere Preise. Ich habe mal eine Rechnung gemacht, 20 Franken mehr pro Haushalt und Monat, was man auf dem Land zahlt für gescheites Internet, wobei gescheit heißt dann gerade so ausreichend. Das sind dann über 30 Jahre bei 2,5 Millionen betroffenen Haushalten sind das 18 Milliarden Franken. Und die zu bauende Glasfaserinfrastruktur wird so natürlich zementiert, aber mit einer unwesentlich günstigeren, ich habe vorhin gesagt 56 Franken pro Anschluss, aber eben weniger, sehr viel weniger nachhaltige Topologie so gebaut. Warum brauchen wir unbedingt Point-to-Point? Hier ist die Innovation. Ich habe das vor ein paar Wochen habe ich das mal getwittert. Der ultimative Beweis, warum man eben Point-to-Point braucht. Es gibt neue Optiken von unserem Lieferanten, 100 Gigabit auf einer Faser. Und das ist halt schon ziemlich cool. Also wenn ich da dort, wo mein Herz ist, nämlich bei den Network Engineers, hinschaue, dann ja, wir wollen das haben, das ist super. Wenn man Moore's Law zu Rate zieht, dann müssten wir das dann im Mai 2024 lancieren, dieses Produkt. Mal sehen, ob es so weit kommt oder wann das dann das sein wird. Und in diesem Sinne, ja, wir kämpfen für ein Point-to-Point-Netz und wie wir das genau machen, das würde jetzt dann Simon Schlauri erklären. Dankeschön. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Freddys Herz schlägt für die Technik, für das Netz, haben wir gehört. Mein Herz schlägt eher ein bisschen für die Juristerei, aber auch für die Technik. Und ich werde Ihnen ein bisschen erzählen, wie wir da vorgegangen sind, was passiert ist in diesem Fall und warum wir im Moment auf einen Entscheid des Bundesgerichtes warten. Wir haben eine Anzeige gemacht bei der Wettbewerbskommission. Ich möchte zuerst kurz ein bisschen einführen, was ist das überhaupt? Also Wettbewerbskommission ist die Behörde in der Schweiz, die das Kartellrecht überwacht, die Einhaltung des Kartellrechts. Und die Frage ist so, warum haben wir das überhaupt, dieses Kartellrecht? Wir haben vorhin gehört von Freddy, es geht um Innovation. Und das Ziel dieses Gesetzes ist die Sicherung des wirksamen Wettbewerbs, wie wir Wettbewerbsrechtler sagen. Und wirksamer Wettbewerb ist eben Wettbewerb, also im weitesten Sinn Druck auf die Unternehmen oder aus der Abnehmerperspektive, dass man eben die Auswahl hat zwischen verschiedenen Unternehmen. Dieser Wettbewerb, der führt dazu, wenn er eben Wirkung zeigt, dass die gesamtwirtschaftliche Effizienz steigt, technisch gesprochen. Wir haben, wie in unserem Fall, die Innovation, die durch Wettbewerb gefördert wird. Die Angst in unserem Fall ist, dass wenn Swisscom nur noch ein Monopol hat, dass sie dann die Innovation einschlafen lassen kann. Wir haben eine preisstabilisierende Wirkung, die der Wettbewerb mit sich bringt. Wir haben eine Auswahlfunktion, sagt man, dass eben die guten Unternehmen im Markt bleiben und die schlechten im Laufe der Zeit rausfliegen. Das hat zur Folge, dass die gesamte Wirtschaft am Schluss aus besseren Unternehmen besteht. Das ist auch so eine Idee, die hinter der Idee dieser Verfolgung des wirksamen Wettbewerbs steht. Und Übermachterosion, es kann es mal geben, dass ein Unternehmen sehr stark geworden ist. Wir haben das gesehen zum Beispiel bei Nokia. Dann ist irgendwann Apple gekommen mit dem iPhone und ohne dass irgendein Staat eingegriffen hat oder so, ist plötzlich Apple dann gekommen und Nokia wurde weggespült. Die bauen jetzt oder machen jetzt, glaube ich, wieder Gummistiefel, bin ich ganz sicher. Aber eben, das ist diese Übermacht der Erosionsfunktion. Wettbewerb hat ganz viele Vorteile und deshalb hat man sich entschieden, in der Schweiz diesen Wettbewerb zum Grundsatz zu machen, unserer Wirtschaftsordnung. Und es braucht, weil Wettbewerb nicht von allein stattfindet, weil Unternehmen die Tendenz haben, sich miteinander zu verbünden, zum Beispiel Kartelle zu schließen, oder weil Unternehmen, wenn sie mal groß sind, versuchen, die Konkurrenz künstlich klein zu halten, braucht es eben diese Behörde. Jetzt, was ist in unserem Fall passiert? Wir haben, wie wir es vorhin schon gehört haben von Freddy, im Februar 2020 diese neue Netzbaustrategie, die kommuniziert wurde von der Swisscom. Und die WEKA hat da relativ schnell, die Wettbewerbskommission, eine Vorabklärung eröffnet. Das heißt, sie schauen mal, ob da etwas dran ist, dass sie es rechtfertigen würde, da genauer hinzuschauen.
September 2020 haben wir eine Anzeige eingereicht, weil wir erkannt haben, dass das für den Markt ein Problem sein könnte, diese Point-to-Multipoint-Ausbau. Und kurz darauf hat die WEKO ein Verfahren eröffnet. Und dann am 14. Dezember bereits vorsorgliche Maßnahmen gegen Swisscom verfügt. Diese vorsorgliche Maßnahme hatte zum Inhalt im Wesentlichen, dass sie vorderhand weiterhin Point-to-Point ausbauen müssen und dass ein Point-to-Multipoint-Ausbau nicht mehr gestattet ist. Es war ein bisschen anders formuliert, aber im Ergebnis lief es auf das hinaus. Und damit, mit dieser vorsorglichen Maßnahme, hat das Verfahren eigentlich wie zwei Teile bekommen. Es gibt das einerseits das, was unten weiterläuft, das ordentliche Wettbewerbskommissionsverfahren. Die sind immer noch daran, den Markt im Detail zu untersuchen, Marktbefragungen zu machen, zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und andererseits ist diese vorsorgliche Maßnahme erlassen worden, die heißt, für den Lauf des aktuellen ordentlichen Verfahrens darf Swisscom im Moment nicht mehr weiterbauen, Point-to-Multipoint. Und natürlich kann man diese vorsorgliche Maßnahme gesondert anfechten. Das hat Swisscom gemacht. Die sind sofort in 30 Tagen an das Bundesverwaltungsgericht gelangt. Am 13. Januar. Das Bundesverwaltungsgericht hat dann aber das bestätigt, was die WEKO gesagt hat, in einem ziemlich ausführlichen Entscheid, mehr als 200 Seiten. Und die Swisscom hat das dann nochmals weitergezogen an das Bundesgericht. Am Bundesgericht haben sie beantragt, dass sie schon für das Verfahren vor dem Bundesgericht die ganze Geschichte jetzt mal stornieren sollen oder stoppen sollen, diese vorsorgliche Maßnahme. Damit sind sie schon wieder gescheitert. Das heißt, die vorsorgliche Maßnahme ist im Moment noch in Kraft. Und wir warten, das ist oben rechts, im Moment auf den Entscheid des Bundesgerichts, ob die vorsorgliche Maßnahme für den Rest des WEKO-Verfahrens stehen bleiben soll. Da gibt es hier noch einen kleinen Ast in der Mitte. Es war nämlich so, dass wir von Init7 aus auch nicht zufrieden waren mit dieser vorsorglichen Maßnahme der WEKO. Das hatte technische Gründe. Ich kann da nicht im Detail darauf eingehen. Sie haben gewisse Sachen falsch verstanden. Mit dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. September wurden aber unsere Bedenken ausgeräumt soweit und wir konnten dann unsere eigene Beschwerde zurückziehen. Das heißt, im Moment haben wir noch zwei Verfahren, das ordentliche WEKO-Verfahren, wo die WEKO im Moment dran ist mit ihrer Untersuchung, und die Frage über diese oder die Entscheidung über den Aufrechterhalt der vorsorglichen Maßnahme, dass Swisscom im Moment nicht bauen darf, das ist im Moment vor dem Bundesgericht. Gut, es gibt in diesem Verfahren, das im Moment vor dem Bundesgericht ist, im Wesentlichen fünf Streitpunkte. Ich möchte die ein bisschen näher ausführen hier. Die erste Frage ist, ob das Kartellgesetz überhaupt anwendbar sein soll auf diesen Fall. Das ist gar nicht so klar, weil es gibt einen früheren Fall, den Office Connex-Fall, wo das Bundesgericht bereits entschieden hat, dass die Wettbewerbskommission keine Kompetenz hat, im Fernmeldesektor neue Zugänge zum Netz von Swisscom zu öffnen. Da hat man gesagt, da geht es um die Gewaltenteilung, das ist Sache des Parlaments, neue Gesetze zu schreiben und die WEKO, also das Fernmeldegesetz, zu schreiben. Und im Fernmeldegesetz werden üblicherweise solche Dinge geregelt. Und die WEKO kann nicht neue Zugänge schaffen, wie das eigentlich der Gesetzgeber müsste. Ist umstritten, dieser Entscheid, aber die Swisscom hat natürlich selbstverständlich jetzt argumentiert, dass dieser Office Connex-Entscheid, diese Office Connex-Rechtsprechung auch in unserem Fall gilt. Und sie sagen, die WEKO dürfe auch hier nicht entscheiden und deshalb wollen sie sich gegen diese vorsorgliche Maßnahme und das WEKO-Verfahren als solches dann wehren. Das Bundesverwaltungsgericht sah das anders. Das sagte nämlich, dass es ja hier nicht um einen zukünftigen Zugang geht zum Netz der Swisscom, sondern um einen bestehenden Zugang. Dieses Vierfasermodell, das ist, ich weiß nicht, etwa 10 Jahre unterwegs mittlerweile. Das ist etabliert in der Schweiz. Und es geht darum, dass man dieses Vierfasermodell, das Freddy vorhin geschildert hat, wo man eben auch, man hat diese vier Fasern verlegt und auf jeder Faser oder auf diese Fasern stehen zur Miete zur Verfügung für Konkurrenten von Swisscom oder für Konkurrenten des jeweiligen EWs, dass diese Fasern legt. Und dieses Vierfasermodell, das besteht schon lang und es geht hier darum, dass man dieses Modell verteidigt. Das war die Position des Bundesverwaltungsgerichts. Es ist natürlich auch unsere Position, ist klar. Und wir hoffen natürlich schwer, dass das Bundesgericht das gleich sieht.
wenn man das Kartellgesetz anschaut, hat es ja so drei Säulen drin. Also es gibt das eine, ich habe es vorhin gesagt, die Unternehmen, die verbünden sich zusammen, um den Wettbewerb auszuschließen. Und man spricht dann von Kartellen im engeren Sinn, also deshalb heißt das Ding Kartellgesetz. Dann gibt es eine sogenannte Zusammenschlusskontrolle. Das ist dann, wenn große Unternehmen miteinander fusionieren wollen. Und dann kann das auch dazu führen, dass der Markt am Schluss monopolisiert wird. Das ist nicht gewollt. Da gibt es eine Zusammenschlusskontrolle. Da kann die WEKO auch genau hinschauen. Und das Dritte, und darum geht es hier, da geht es um marktbeherrschende Stellungen. Wenn ein Unternehmen selber durch eigenes Wachstum eine marktbeherrschende Stellung erhalten hat oder aus anderen Gründen. Ich meine, Swisscom war der alte Monopolist in der Schweiz, die hatten früher ein Staatsmonopol und entsprechend sind die immer noch sehr groß. Wenn man so eine starke marktbeherrschende Stellung hat, dann darf man die nicht missbrauchen. Man darf zum Beispiel nicht Geschäftsbeziehungen verweigern, also gewissen Unternehmen einfach keine Verträge abschließen. Man darf nicht diskriminieren, man muss alle gleich behandeln. Man darf keine unangemessenen Preise oder Vertragsbedingungen erzwingen. Das ist klassisch. Wenn man Monopolist ist, dann geht man hoch mit den Preisen, Monopolpreise. Das ist nicht erlaubt, wenn man marktbeherrschend ist. Und man darf auch nicht die technische Entwicklung einschränken. Und um das geht es hier in unserem Fall. Dass Swisscom nämlich bewusst eine technische Entwicklung eingeschränkt hat oder vorgenommen hat, die dazu führt, dass eben der Wettbewerb beschränkt wird. Kurz gesagt, marktbeherrschende Unternehmen müssen sich einfach so benehmen, wie wenn sie selber unter Wettbewerbsdruck stünden. Und dann ist die WEKO zufrieden, dann machen die nichts. Jetzt, das ist Artikel 7 des Kartellgesetzes, der diese marktbeherrschende oder das Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen regelt oder eben den Missbrauch, der dann verboten ist. Da werden fünf Schritte grundsätzlich unterschieden. Wir müssen zuerst mal den relevanten Markt abgrenzen, wie wir sagen als Kartellrechtler. Also man muss zuerst mal die Spielwiese definieren, auf denen diese Unternehmen tätig sind. Dann können wir nachher im zweiten Schritt schauen, ob denn verschiedene Unternehmen da sind oder ob ein großer Fisch ist, der marktbeherrschend ist. Wenn wir das mal festgestellt haben, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, dann muss man schauen, ob es eben so einen Missbrauch gibt, zum Beispiel überhöhte Preise oder Diskriminierung oder was auch immer. Und dann kann es noch sein, in einem vierten Schritt, dass es vielleicht sogar gute Gründe gibt, warum das Unternehmen das so macht. Also zum Beispiel, dass sie einfach keine Kapazität haben, mehr zu bauen oder mehr zu liefern. Sie müssen nicht, wenn sie keine Kapazität haben, zusätzliche Kunden aufnehmen. Das kann sein. Da kann man einen Rechtfertigungsgrund haben. Und wenn dann erkannt wird von einem Gericht oder von der WEKO, dass es eben keine solchen Rechtfertigungsgründe gibt, dann kann die WEKO eine Buße aussprechen. Das ist in der Schweiz immer noch relativ neu. Früher war es immer so, dass zuerst die WEKO mit dem Zeigefinger wackeln musste und wenn sie dann das ignoriert haben, dann gab es eine Buße. Heute ist es so, dass man sofort Bußen geben kann und diese Bußen, die haben es in sich, das sind bis zu, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, es sind 10% des Umsatzes der letzten drei Jahre in diesem entsprechenden Markt. Und, also nicht des Gewinns, des Umsatzes. Swisscom hat in einem anderen Zusammenhang vor nicht allzu langer Zeit 300 Millionen Franken Buße bezahlt. Also das sind solche Beträge. Also man sieht, das Kartellgesetz ist ein starkes Gesetz, das hat Zähne, das ist so gewollt. Und es hilft, das ist das Schöne, es hilft kleineren Unternehmen, die sich eben gegen die Großen wehren wollen und das ist das, was wir hier in diesem Zusammenhang gemacht haben. Gut, so viel zu diesem Prüfschema, schauen wir uns das noch ein bisschen näher an. Ich habe es gesagt, zuerst, wir müssen eine Marktabgrenzung machen. Wir müssen die Spielwiese definieren, auf der diese Unternehmen tätig sind, die da unter Beobachtung der WEKO sind. Da schaut man zuerst mal, welche sind die Marktgegenseiten, wer ist Anbieter, wer ist Abnehmer. Dann fragt man sich als zweites, wenn man die Marktgegenseite mal definiert hat, was fragen die überhaupt nach für ein Produkt? Hintergrund ist da der, ich habe es vorhin kurz gesagt, Wettbewerb, der liegt ja dann vor, wenn sich ein Unternehmen oder wenn sich zwei Unternehmen gegenseitig rivalisieren. Oder also umgekehrte Perspektive als Konsument oder als Abnehmer eines solchen Unternehmens. Wenn ich Auswahl habe zwischen zwei Lieferanten, dann stehen die beiden Lieferanten miteinander im Wettbewerb. Und die Frage ist also dann, was ist das Produkt, das ich will? Also wenn ich zum Beispiel einen Mini-Nachfrage, ein kleines Auto-Nachfrage, da kann ich dieses Produkt nicht ersetzen durch einen Porsche, weil es vielleicht mehr kostet. Das heißt, Porsche
Und Mini, diese beiden Fahrzeuge, die sind nicht substituierbar aus meiner Perspektive als Abnehmer. Die beiden Unternehmen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es der gleiche Konzern ist, ich glaube es, oder nicht, ich weiß es nicht, aber wenn es zwei Unternehmen separate wären, dann wären die miteinander im Wettbewerb. Oder? Das heißt, man muss sich überlegen, was fragt die Marktgegenseite nach, um herauszufinden, ob es verschiedene Unternehmen gibt, die dieses Produkt produzieren. Dann die nächste Frage noch, das ist also das erste, das ist die sachliche Marktabgrenzung, wie wir sagen, und da gibt es noch die räumliche Marktabgrenzung, das ist die Frage, wie weit ist der Konsument bereit oder der Abnehmer, es geht ja nicht nur um Konsumenten, wie man sieht, Freddy ist ja nicht ein Konsument in dem Zusammenhang, wie weit ist der Konsument oder die abnehmende Seite, die Marktgegenseite bereit zu gehen, um das Produkt zu kaufen? Wenn Sie sich überlegen, zum Beispiel Butter, die kaufen Sie ja nicht, wenn Sie in Zürich wohnen, in Bern. Da sind die Transaktionskosten zu hoch. Sie müssten nach Bern reisen, das ist viel zu teuer. Das heißt, man könnte da vielleicht sagen, der Markt ist regional beschränkt, allenfalls sogar nur lokal begrenzt. Man muss sich also noch überlegen, wenn man einen bestimmten Markt anschaut, wie viele Unternehmen sind denn auf diesem konkreten Markt tätig? Und das hängt davon ab, wie weit die Marktgegenseite bereit ist zu gehen. Schauen wir uns das noch ein bisschen näher an. Marktgegenseiten in unserer Situation, wir haben einerseits die Anbieterinnen von Infrastruktur, also das ist primär mal Swisscom, es sind aber in gewissen regionalen Märkten, ich nehme es jetzt vorweg, gibt es auch noch Stadtwerke, zum Beispiel in Zürich haben wir das EWZ, das zusammen mit Swisscom baut. Wir haben diverse Städte, wo lokale Energieversorger, weil sie eben schon Leitungen haben, die haben ja Stromleitungen und Trassen, wo sie eben auch Kabel verlegen können, haben die angefangen, auch Glasfaser anzubieten. Das ist die Marktseite, die eine. Die andere Marktseite, das sind die Diensteanbieterinnen wie Init7, die basierend auf der Infrastruktur die Dienstleistungen an die Endkunden erbringen. Also es gibt hier einen Markt mit verschiedenen Stufen. Wir haben einen, ich sage es mal, Wholesale-Markt, wo wir die Infrastruktur haben, also die Glasfaser. Wir kommen noch ein bisschen näher darauf zu sprechen nachher. Einerseits und andererseits haben wir die Unternehmen, die diese Glasfaser nehmen und daraus Internetzugang machen für Endkunden. Und dann haben wir nachher noch den Markt zwischen diesen zweiten Unternehmen und den Endkunden. Und in unserem Fall spielt der keine Rolle oder nur ganz am Rand. Hier geht es um diesen Wholesale-Markt zwischen den Infrastrukturanbieterinnen und den Diensteanbieterinnen, wie es Init7 ist oder wie es Green ist oder wie es... Es gibt diverse. Man kennt die aus der Werbung für Glasfaser. Gut, das sind die Marktgegenseiten. Der nächste Streitpunkt, also das erste ist nicht so wahnsinnig umstritten, wobei natürlich auch das Swisscom versucht hat, das zu vermischen. Der dritte Streitpunkt ist die Frage dieser sachlichen Marktabgrenzung, der Substituierbarkeit. Was fragen jetzt diese Dienstleisterinnen von den Infrastrukturanbieterinnen genau nach? Das ist relativ komplex, ich weiß es. Es gibt da zwei Sorten von Produkten, die grundsätzlich zur Diskussion stehen. Es gibt einen Layer 1, die das OSI-Modell kennen, wissen, was das ist. Da geht es faktisch um die nackte Glasfaser, die da aus der Wand lampt und der Provider, der hängt da seine Geräte an. Auf der einen Seite ist es der Router des Kunden, das kennen Sie, vielleicht die Fritzbox oder was auch immer, die bei Ihnen zu Hause steht. Und auf der anderen Seite ist dann in der Telefonzentrale ist das Gegenstück zur Fritzbox und das hängt der Provider selber an, also dieser Diensteanbieter, der von Swisscom die Glasfaser mietet. Das ist Layer 1. Dann gibt es noch ein zweites Produkt, Layer 2, teils auch Layer 3 genannt. Dort geht es darum, dass man einfach ein vorgefertigtes Glasfaser-Internetzugangsprodukt von Swisscom kauft, da sein Label drauf macht als Provider, vielleicht noch den Kundendienst selber macht, solche Dinge, und das dann den Kunden weiterverkauft. Dort ist die Wertschöpfung sehr viel stärker bei Swisscom. Swisscom macht sehr viel mehr. Teilweise machen auch die lokalen EWs machen das, diese Layer 2-Angebote, und die Provider müssen dann nur noch ein ganzes kleines bisschen Arbeit leisten, um dann dem Endkunden Internet anzubieten. Jetzt gibt es wie zwei Sorten von Providern oder von Diensteanbieterinnen. Es gibt die nehmen es gemütlich und die kaufen sich Layer 2 und verkaufen ein bisschen von dem. Man kann da nicht schlecht leben davon, verkaufen das an die Endkunden. Die verkaufen aber einfach die Produkte, die Swisscom schon vorkonfektioniert hat.
Und dann gibt es die Unternehmen, die sind infrastrukturbasiert, die kaufen von Swisscom Layer 1 und die, sind, die können innovativ sein, weil sie eben ihre eigene Hardware anschließen können. Wir haben es vorhin gehört von Freddy, er sagt, er möchte gern bis 2024 möchte er 100 Gigabit Internet anbieten in der Schweiz. Das könnten die anderen nur tun, wenn Swisscom das auch anbietet. Freddy ist autonom, weil er kauft von Swisscom nur die nackte Faser und hängt die eigenen Geräte an und kann selber entscheiden, was diese Geräte können. Und deshalb, zurück zum Rechtlichen, also diese Frage der Substituierbarkeit, das Perspektive der Marktgegenseite, hat man sich gefragt, ist denn jetzt dieser Layer 1, wo es hier drum geht, ist der ersetzbar durch Layer 2? Und dann hat das Gericht, wie wir argumentiert haben, gesagt, nein, das ist nicht ersetzbar. Aus Perspektive einer Marktgegenseite ist Layer 2 nicht gut genug. Es hat weniger Wertschöpfungspotenzial, man kann weniger Geld verdienen damit. Und es hat weniger Innovationspotenzial, die können nicht mehr selber entscheiden, was sie auf den Markt bringen wollen. Und das ist ein sehr wichtiges Argument in diesem Zusammenhang. Das heißt, die Marktabgrenzung, die Spielwiese, die man definiert hat, ist also dieser Markt für physischen Zugang zur Infrastruktur, also für Layer 1. Räumliche Marktabgrenzung haben wir noch angeschaut. Das ist die Frage mit der Butter oder wie weit wollen Sie gehen. Das ist nicht so schwierig, das sagt man einfach, das ist der Schweizer Markt. Gehe ich nicht weiter darauf ein. Die nächste Frage dann, wenn wir diese Spielwiese definiert haben, diesen Markt für Layer 1, ist, was hat Swisscom da für eine Position? Sind Sie marktbeherrschend oder sind Sie es eben nicht? Und das Bundesverwaltungsgericht war da relativ deutlich. Man hat gesagt, Swisscom ist in vielen regionalen Märkten, also man hat die Märkte, grundsätzlich hat man gesagt Schweizer Markt, aber man kann natürlich auch schauen, es gibt einen Zürcher Markt, dann ist noch das EWZ, es gibt vielleicht noch andere Städte, wo die lokalen EVUs auch tätig sind. Man hat gesagt, aber in vielen regionalen Märkten sind sie die einzige Anbieterin, dort haben sie sowieso ein Monopol. Und sie haben dann gesagt, in den regionalen Märkten, wo sie mit dem EW zusammen das machen, sind die beiden Anbieterinnen dann marktbeherrschend zusammen. Das heißt, das kommt am Schluss aus wettbewerbsrechtlicher Sicht nicht drauf an. In beiden Fällen liegt Marktbeherrschung vor. Wichtig ist dann auch noch, dass in beiden Fällen nicht zu erwarten ist, dass weitere Anbieterinnen auf den Markt kommen. Also es ist nicht zu erwarten, dass jemand weiters kommt und auch noch Glasfaser verlegt in der Schweiz. Hintergrund ist, also man spricht da von einem natürlichen Monopol. Hintergrund ist der, dass es ökonomisch gesprochen, es ist immer für den Newcomer teurer, einen weiteren Kunden anzuschließen als für den Altsassen. Also wenn Swisscom schon eine Kabel im Boden hat und da schon 5 Kunden angeschlossen hat an der Straße, dann kostet der 6. Kunde für Swisscom einen bestimmten Betrag. Und wenn jetzt noch ein Konkurrent käme und auch noch die ganze Straße aufspitzen muss und dort eine Glasfaser reinlegen muss, dann ist das offensichtlich für den Konkurrenten viel teurer. Man spricht auch von degressiven Kosten. Der erste ist der teuerste und dann wird es immer billiger, weitere Kunden anzuschließen. Und deshalb, wenn ein neuer Konkurrent kommt, der fängt ja wieder mit dem ersten Kunden an, deshalb ist er teurer als der erste oder als der schon da ist. Das ist ein natürliches Monopol, kurz gesagt. Und deshalb hat man hier von einer Monopolsituation gesprochen und deshalb von einer marktbeherrschenden Stellung. Was Sie auch noch gesagt haben, der Endkundenmarkt, der spielt keine Rolle. Die Endkunden, die wollen einfach Internet kaufen, denen kommt es nicht so drauf an. Und wenn Swisscom halt dann die einzige ist und einfach nur 10 Gigabit anbietet, dann können die Endkunden nicht auswählen. Das heißt, Swisscom hat doch keinen Wettbewerbsdruck. Oder? Fazit, marktbeherrschende Stellung wurde bejaht. Streitpunkt 5 ist die Frage des Missbrauchs. Da haben Sie gesagt, ich habe es vorhin schon angetönt, die Abschaffung des Vierfaserstandards durch die Einführung der Point-to-Point-Netztopologie ist eine Einschränkung der technischen Entwicklung im Sinn von Artikel 7 Kartellgesetz. Also Missbrauch grundsätzlich bejaht. Und dann die große Diskussion sind dann die Rechtfertigungsgründe. Da hat man gesagt, also Swisscom argumentierte, das sei wahnsinnig viel teurer, wenn man Point-to-Point bauen müsse als Point-to-Multipoint. Das Gericht hat gesagt, nein, stimmt nicht, das ist nur minim, diese Einsparungen. Wir haben es vorhin gehört, Kanton Basel, 3,5% auf die ganze Leitung, die man bauen muss, die es mehr kostet, wenn man Point-to-Multipoint baut. Zweiter Punkt. Point-to-Point. Ja, Point-to-Point baut, sorry. Zweiter Punkt, Point-to-Multipoint ist technisch gar nicht so viel besser. Im Gegenteil, es ist sogar weniger flexibel, denn wenn man später mal voll ausbauen will, es gibt ja diesen kleinen Abschnitt mit einem Shared Medium. Wenn das mal überlastet ist, muss man wieder neue Leitungen bauen.
Also es kostet 3,5% mehr. Und der Nachteil, den auch Swisscom hat später, ist, dass sie den Boden allenfalls nochmals aufreißen müssen und dann nochmals die volle Anzahl Leitungen legen. Das ist nicht sinnvoll, oder? Und dann hat man noch das Nächste gesagt. Swisscom hat gewisse Teile ihres Netzes unter bewusster Ignorierung des Glasfaserstandards gebaut und sie sind entsprechend an den Mehrkosten selber schuld. Das ist das, was Freddy vorhin gesagt hat. Mit der DSL-Erschließung, da hat man bis jetzt, also diese, wo ein Teil des Netzes noch Kupfer ist und bis zu einem gewissen, und ein Teil des Netzes hat man schon mit Glas ausgebaut, da hat man diese Glasleitungen zu dünn gebaut, ganz bewusst. Und man hat gewusst, dass man später dann eben nicht Point-to-Point ausbauen kann in diesen Gebieten. Und das haben sie ihnen zum Vorwurf gemacht, gesagt, sorry, das seid ihr selber schuld, wenn es mehr kostet. Ihr könnt jetzt nicht kommen und sagen, wir können in diesen Gebieten nicht mehr Point-to-Point bauen, weil wir schon den falschen Standard verlegt haben. Fazit, die Einführung von Point-to-Multipoint ist missbräuchlich im Sinne des Kartellgesetzes. Allerdings ist das eine vorläufige Erkenntnis. Ich habe es ganz am Anfang gesagt. Im Moment streiten wir vor dem Bundesgericht nur um die Frage, ob die vorsorglichen Maßnahmen aufrechterhalten bleiben sollen. Das WECO-Verfahren, das Hauptverfahren, das läuft unten durch weiter. Da wird eine genaue Marktanalyse gemacht etc. Und es könnte sein, dass es noch gedreht wird. Aber im Moment haben wir diese vorsorgliche Maßnahme und die wurde bestätigt durch das Bundesverwaltungsgericht. Und wir hoffen natürlich von Ihnen jetzt eben aus, dass das Bundesgericht das dann gleich sieht. Zur Begründung hat man da gesagt, das kann ich auch vielleicht noch schnell sagen, wenn Swisscom jetzt Point-to-Multipoint weiterbauen könnte, würde das dazu führen, dass ein großer Teil der Schweizer Glasfaserinfrastruktur mit dem falschen Standard gebaut wäre und das könnte man nicht mehr korrigieren. Oder? Und deshalb sagt man, ist das dringlich. Das heißt, man muss schon jetzt während dem Hauptverfahren vor der WECO eigentlich eingreifen und sagen, dass sie jetzt noch mit diesem oder jetzt weiterhin mit Point-to-Point bauen müssen. Sonst können sie da Fakten schaffen, die man später nicht mehr korrigieren kann, die nicht mal mehr der Gesetzgeber korrigieren könnte. Also das Bundesverwaltungsgericht hat die vorsorgliche Maßnahme der WECO bestätigt. Jetzt haben wir noch kurz ein paar Minuten Zeit für Fragen. Merci. Wie sieht es aus? Genau, wir haben die Möglichkeit, jetzt noch eine Fragerunde durchzuführen. Im Chat sind bisher keine Fragen eingegangen. Wer Fragen stellen möchte, den beiden Referenten, an dieser Stelle sei für die interessanten Ausführungen gedankt, kann diese Fragen nun im Chat hinschreiben. Ich würde sie dann sehen und würde sie weiterleiten. Bis da die erste Frage kommt, vielleicht diese Frage, falls jemand mit dem Trittbrettfahrervorwurf kommen würde, was würden Sie beide da sagen? Ja gut, das habe ich ja gezeigt, das würde einfach bedeuten, wenn alle separat Glasfaser bauen würden, dann hätte man schlussendlich 4 oder so Glasfaserdosen in der Wohnung. Das wäre unsinnig, weil 3 würden dann quasi unnütz rumliegen. Wichtig, der Wettbewerb muss so gestaltet werden, dass der Zugang zur physikalischen Glasfaser für alle gleich vorhanden ist und gleiche Möglichkeiten bietet. Sonst ist die Idee des Gesetzgebers ist dann nicht gewährleistet, dass eben der Wettbewerb spielen kann. Also du kannst das für dich... Ja, inzwischen ist noch eine Frage, okay, gut, wir können dann, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, wann ist mit dem Urteil der WECO zu rechnen, vielleicht auch mit dem Urteil des Bundesgerichts? Also Bundesgericht, es ist ein bisschen schwer zu sagen, also ich rechne so irgendwann in den nächsten 6 Monaten damit. Vielleicht kommt es früher. Vor der Sommerferien. Vor den Sommerferien. wir hoffen, es ist immer schwer zu sagen. Ich habe es vorhin gesagt, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts war sehr, sehr lang, aufwendig. Die haben auch etwa ein halbes Jahr gehabt. Länger. Oder länger sogar. Ja. Das Bundesgericht hat den Vorteil, dass sie den Sachverhalt nicht mehr im Detail abklären müssen. Die müssen nur noch das Rechtliche anschauen. Vielleicht geht es deshalb ein bisschen schnell. Ja. Und der Entscheid der WECO, das ist das Hauptverfahren, das parallel läuft, ja, das wird auch irgendwann, ja genau, das ist weit vorne, das ja da. Genau, das ist das unten, das wird auch noch eine Weile dauern und dort ist natürlich auch wieder klar, das kann man auch wieder anfechten, das heißt am Schluss, wenn wir Pech haben, sind das 5 Jahre, vielleicht sogar mehr, bis wir da einen rechtsgültigen oder einen rechtskräftigen Entscheid haben. Mhm.
Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir die vorsorgliche Maßnahme bekommen. Wir können ja wetten, was zuerst kommt, mein 60. Geburtstag oder der Abschluss dieses Verfahrens. Gut, im Chat sind im Moment keine weiteren Fragen mehr aufgetaucht. Das wäre jetzt die Möglichkeit, noch eine Frage zu hinterlegen. Sonst sind wir zeitlich am Ende angelangt. Ihr findet unten in eurem Browser rechts einen Button, der heißt «Anschließende Diskussion». Ihr könnt da draufklicken, dann werdet ihr im Big Blue Button landen, wo sich die beiden Referenten jetzt auch hinbewegen werden. Schnell, also in ein paar Minuten sind die dann dort und dort kann dann auch die Diskussion weitergeführt werden. Damit ist dieser Frageteil und dieser Teil, dieser Vortrag abgeschlossen. Ich danke nochmals den Referenten für die interessanten Ausführungen und wünsche weiterhin interessante Vorträge im Winterkongress 2022.